Servus Leute, ich bin Zertabak und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Freut mich, dass du am Start bist. Wir sind angekommen bei einer Team of the Season Prediction. Und ihr hattet schon häufig in den Kommentaren geschrieben, Tabako, wann kommt das Ganze? Und hier fangen wir an mit der Bundesliga. Und ich habe jetzt schon mal eine kleine Challenge für euch. Wenn wir es schaffen, bei diesem Video 3000 Däumchen zu knacken, dann gibt es am Dienstag ein ultimatives Team of the Season Prediction Video. Und zwar haue ich da alle Top 5 Ligen in ein Video rein. Wenn ihr drauf Bock habt, dann eskaliert mit dem Daumen nach oben Button. Falls du neu auf den Kanal bist, kannst du gerne ein kostenloses Abo da lassen. Und eines kann ich euch sagen, wundert euch nicht bei diesen Stats, die ihr gleich sehen werdet. Die sind nämlich brutal vom Allerfeinsten und mehr oder weniger auch realistisch. Eine Aufgabe habt ihr natürlich noch, schreibt in die Kommentare rein, welcher Spieler hat es eurer Meinung nach ebenso noch reingeschafft? Sie sind geistig behindert. Falls jetzt zum Beispiel euer Lieblingsspieler vor eurem Verein nicht dabei ist, dann seid mir da nicht böse, ich habe mir jetzt die Top 23 rausgesucht, dazu noch 7 Wackelkandidaten und ich freue mich auf dieses Event. Wann wird es stattfinden? Das ist, würde ich mal sagen, die erste Frage. Ich kann sie euch natürlich nicht beantworten, ich arbeite nicht bei EA. Ich kann euch nur sagen, letztes Jahr ging das Ende April los, gegen den 27. Und ich denke mal, dieses Jahr wird es so ähnlich laufen. Also entweder zum Beispiel 27. April oder eben Anfang Mai. Um diesen Zeitraum könnt ihr das Ganze erwarten. Das Ganze wird mit einem Community Team of the Season starten. Und dann kommen nach und nach die ganzen Ligen. Und übrigens werde ich bei diesen Top 5 Team of the Season Predictions Video, was ich da machen will, falls ihr drauf Bock habt, über 115 Karten erstellen müssen. Das ist eine knackige Nummer, aber ich hab Bock drauf. Und ich hoffe, wir auch. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Ja. Und aus diesem Grund, Leute, fangen wir an mit den ersten Spielern. Und eines muss ich euch sagen, seid mir nicht böse, dass ich nicht über jeden Spieler irgendwie eine Minute reden kann, weil es sind doch schon einige. Es geht los mit dem Schweizer namens Jan Sommer. Wir kennen ihn alle aus der Bundesliga, hatte schon zahlreiche Spezialkarten. Und Jan Sommer hat eben 11 Mal zu 0 gespielt. Das ist ein Topwert. Es gibt nur einen besseren Torhüter in dieser Disziplin. Und das ist der Ungar von Leipzig. Er gehört in Europa zu den besten Torhütern, was die Statistik angeht. 14 Mal bis jetzt zu 0 gespielt. Das ist, würde ich mal sagen, ein richtig grandioser Wert. Und wir gehen rüber zum nächsten Schweizer und das ist Akanji. Der Mann von BVB bis jetzt nur ein Saisontor geschossen. Allerdings werden Verteidiger nicht nach den Toren bemessen. Das hoffen wir zumindest mal. In der Bundesliga gehört er zu den Besten. Wenn nicht vielleicht sogar der beste Innenverteidiger. Da gibt es aber noch einen Spieler vom FC Bayern München und das ist Süle. Hat einen Treffer gemacht. Ich glaube einmal sogar auch ins eigene Tor geschossen. Spielt aber absolut keine Rolle, Leute. Süle ist ein wundervoller, guter Mann. Bayern hat sich jetzt nicht mit Ruhm bekleckert in der Verteidigung, aber er hätte es definitiv verdient. Und jetzt geht's rüber zum Ungarn namens Orban. Leipzig gerade aktuell auf Platz Nummer 3. Und das haben sie auch der guten Verteidigung als auch den Torhüter zu verdanken. Und Orban hat auf seiner Position sogar 4-mal getroffen. Und das ist in der Liga Topwert. Als nächstes haben wir einen Spieler der Eintracht Frankfurt und das ist der serbische Linksverteidiger namens Kostic. Der braucht wirklich zu 100% ein Team of the Season. 5-mal getroffen, 9 Tore vorbereitet, 14 Scorerpunkte als Linksverteidiger. Mama mia, Kostic, ich zieh mal Hut vor dir. Das ist eine bärenstarke Leistung. Und von Frankfurt gehen wir noch rüber nach München zu Joshua Kimmich. Ich meine, 9 Torvorlagen von Kostic waren schon gut, aber Kimmich haut da eben 11 raus. Dazu noch 2 Tore gemacht. Und dass der junge Mann gut kicken kann, das wissen wir alle, hat sich sein Team of the Season verdient. Und schaut euch wirklich diese einzelnen Karten an, die sehen phänomenal aus. Bin echt gespannt, was ihr zu dieser Prediction sagt. Die Ratings sind wirklich realistisch und das ist überzaubernd geil. Ich denke, viele von euch sind auch hyped drauf. Wir gehen rüber zu Philipp Max. Wir brauchen unbedingt ein Augsburg in der Prediction und er hat es sich auch mit 2 Treffern und 4 Torvorlagen verdient. Und bei Werder Bremen haben wir natürlich auch den einen oder anderen Kandidaten. Vor allem jetzt in der Rückrunde geben die ganz schön Vollgas und Eggestein ist die Entdeckung vielleicht der Bundesliga im Mittelfeld. Angeblich waren die Dortmund interessiert und auch andere Vereine, das ist auch kein Wunder, weil Eggestein ist ein richtiger Allrounder. Und auf seiner Position einfach mal kurz und knackig 5 Tore zu machen, 4 Tore vorzubereiten, mit diesen Werten sieht richtig gut aus. Vor allem hat er sowieso schon 99 Ausdauer. Alle anderen Werte werden auch nochmal nach oben springen. Das wird ein Zuckerpüpple. Ich weiß, das Wort gibt's nicht, aber wir gehen rüber zum nächsten. Und da gehen wir rüber nach Leverkusen für 2 Spieler und ich denke, ihr könnt euch vorstellen, welche 2 Mittelfeldkandidaten da gemeint sind. Das sind zwar richtig gute, dicke Freunde. Zum einen haben wir hier Julian Brandt, hat zum größten Teil wirklich als Mittelfeldspieler gespielt, dabei 4-mal getroffen, 11-mal vorbereitet. Der ist jung, der ist talentiert. Da gibt es aber vielleicht noch einen Spieler, der etwas talentierter ist, zumindest eben in den jungen Jahren und das ist Kai Havertz. Möglicherweise sogar das größte Talent, was es derzeit in Deutschland gibt. Der ist trotzdem gut auf dem Boden geblieben. Ich meine, sein Marktwert liegt bei 65 Millionen oder sowas. 10 Tore gemacht, 4 Tore vorbereitet. Das sind Werte in diesem Alter,
ja, unglaublich einfach. Und wenn man sich die Stats anschaut, 94er Rating, jetzt denken sich manche, Tabaco, hast du einen Schnaps gesoffen oder so? Nein, habe ich nicht, Leute. Das ist wirklich absolut ein potenzieller Spieler. Und ich habe die ganze Zeit so ein Lächeln im Gesicht, weil ich es eigentlich kaum erwarten kann, diese Karten dann tatsächlich zu sehen. Wir gehen rüber zu Goretzka. Und eine kurze Story, genau zeitgleich. Zum Video lade ich ein Instagram-Bild hoch. Checkt es unbedingt gerne ab, denn genau bei diesem Fotoshooting mit meinen Freunden kam plötzlich Goretzka auf mich zu und ich dachte mir, okay, Tabak, was machst du jetzt? Willst du ihn ansprechen und fragen, Goretzka, können wir ein Bild machen? Oder ziehst du deine Eier zusammen und machst einfach gar nichts und tust du, als würdest du dich kennen? Wir hatten sogar eine professionelle Kamera in der Hand, alles war schön und gut, ich hätte es wirklich machen sollen. Naja, der Tabaco hat am Ende zurückgezogen und im Endeffekt bereue ich es ein bisschen leider. Aber nichtsdestotrotz, Leute, 6 Tore hat er gemacht, 5 Torvorlagen, Goretzkas Karte, muchas gracias, sieht phänomenal gut aus. Aber ich glaube, dieses sieht gut aus, können wir uns eigentlich sparen, weil jeder Spieler im Team of the Season wird eine knackige Karte bekommen, genauso wie Duda von Hertha BSC Berlin. Und als ich mir die Stats angeschaut habe, wie viele Tore der gemacht hat, wie viele Vorlagen, da habe ich mich gefragt, warum hat der bis jetzt noch keinen Inform bekommen. 10 Buden, 3 Torvorlagen, knackige Nummer. Hertha ist wahrscheinlich aber nicht ganz so zufrieden mit der Platzierung in der Tabelle. Der BVB dagegen aber, glaube ich, absolut schon. Wo ich das gerade aufnehme, ist Freitagabend. Es sind natürlich noch ein paar Bundesligaspiele zu spielen. Man kann aber jetzt schon sagen, welche Mannschaften richtig stabil sind und welche Spieler vor allem. Hier ist ein Spieler zu nennen, namens Witzel, der Belgier, spielt eine große Rolle beim BVB. 3 Tore hat er gemacht, 1 Tor vorbereitet. Das ist jetzt nicht eine allzu gute Statistik, muss man ehrlich sagen. Das ist bei denen aber komplett egal. Im Fußball geht es nicht nur darum, Tore zu schießen, Tore vorzubereiten. Das ist ein Mannschaftssport und er ist eben ein großer Teil und vor allem ein sehr wichtiger Teil vom BVB. Und so wie der gespielt hat, hat er sich definitiv verdient. Und jetzt geht's rüber zur TSG Hoffenheim. Hier haben wir endlich mal einen Kroato. Und das ist Kramaric. Für Kroatien schießt er auch gut und gerne jedes Mal ein Tor. Und bei der TSG hat er schon 14 Mal getroffen, 3 Tore vorbereitet. Letztens hat er mal kurz und knackig, bevor der Ball über die Linie gegangen ist, seinem Mitspieler dieses Ding geklaut. Eigentlich hätte er nur 13. Kramaric, was hast du gemacht? Nein, Spaß beiseite, aber ein richtig guter Stürmer. Mittlerweile auch Rekordtorschütze in Hoffenheim. Ich meine, 47 Tore sind's. Und jetzt kommen wir zum neuen POTM vom Monat März und das ist Kruse. Natürlich ist es noch nicht bestätigt, bin mir aber schon fast sicher, dass das wird, weil 9 Scorerpunkte in einem Monat und in der ganzen Saison sind es bis jetzt 10 Tore, 9 Torvorlagen. Und wenn die Bremer jetzt am Ende noch so weitermachen, wo sie gerade aufgehört haben, dann haben sie sehr gute Chancen für die Europa League Plätze. Es gibt allerdings noch eine Mannschaft, die wären, glaube ich, jetzt gar nicht mehr so zufrieden mit den Europa League Plätzen und das ist Eintracht Frankfurt. Was spielen die bitte für eine geile Saison? Jeder von uns, der gerade das Video schaut, egal ob er ein Bremen-Fan ist, Bayern-Fan, Dortmund-Fan, wir alle mögen den Fußball der Eintracht. Man muss das einfach wirklich so anerkennen und Luka Jovic, Mama Mia, mir fehlen da langsam die Worte für den. Ich hoffe, er bleibt in der Bundesliga, gibt Angebote von Barcelona, Real Madrid anscheinend interessiert, Paris mittlerweile, alle Mannschaften wollen ihn haben. Bei jedem Spiel sind tausende Scouts am Start, aber mit 16 Toren und 6 Torvorlagen ist das halt nicht zu vermeiden. Und wer aktuell die Form seines Lebens hat, ist möglicherweise Marco Reus. Der wird, glaube ich, das höchste Rating in der Bundesliga erhalten. Wie viel POTMs hat er? Ich habe schon vergessen. Sind es 2, sind es 3? Ich habe keine Ahnung mehr. Viel zu viele Informs. Der Typ ist einfach eine Maschine. 15 Tore geschossen, 8 Tore vorbereitet. Dortmund 2 Punkte vom FC Bayern München. Es sieht sehr gut aus. Und Robert Lewandowski könnte dieses Jahr wieder eine 97er Team of the Season Karte erhalten. Vielleicht sogar 98. Er ist der Topscorer der Bundesliga. 19 Tore, 10 Torvorlagen. Kann sich natürlich in den letzten Spieltagen noch ändern. Da müssen wir abwarten. Aber natürlich wird der Pole hier seine Karte bekommen und genauso aber auch Sancho. Ich kann mich erinnern, wo ich letztes Jahr die Rating Predictions vom BVB gemacht habe. Das wird vor FIFA 20 natürlich auch wieder auf meinen Kanal kommen. Aber da hatte Sancho eine Silberkarte. Und wie er sich jetzt innerhalb von einem Jahr entwickelt hat, das ist eigentlich kaum zu glauben. Der beste Vorbereiter der Bundesliga, 16 Assists gegeben, 8 Tore geschossen. Dazu sage ich nur, du weißt Bescheid. Und Thorgan Hazard, der kleine Bruder von Eden, ist mittlerweile Stammspieler bei Belgien. Konnte auch für die Gladbacher 19 Scorerpunkte sammeln. Haben jetzt in den letzten Spielen nicht unbedingt so überzeugen können. Dennoch natürlich verdient. Und Sebastian Haller. Ich liebe diesen Namen und der Franzose hat mit 14 Toren richtig viele Buden gemacht. Und das Interessante ist bei ihm, er hat sogar noch 9 Treffer vorbereitet. Und die 3 Stürmer bei der Eintracht vorne sind zurzeit eh unaufhaltsam. Und zum Schluss haben wir nochmal einen Paulsen. Und bevor ihr jetzt sagt, zum Schluss, was ist los? Wir haben noch 7 Wackelkandidaten. Aber Paulsen hat, Leute, 15 Mal getroffen, 3 Tore vorbereitet. Finde ich, hat die besseren Chancen als Timo Werner. Und wenn man sich zum Beispiel auch bei so einem Paulsen die Stats jetzt anschaut, dann wird einen, glaube ich, doch schon ein bisschen übel. Freue mich übrigens richtig brutalst auf diese garantierten Team of the Season SBCs. Ich denke, ihr könnt euch erinnern, was letztes Jahr da alles auf uns zugekommen ist. Und das wird dieses Jahr wahrscheinlich auch kommen. Wird einfach eine knackige Nummer. Für mich persönlich, da bin ich euch ganz ehrlich, ist die Team of the Season Zeit die schönste Zeit in FIFA. Weil da kannst du so viele verschiedene Karten testen. Und das habt ihr wahrscheinlich gerade erkennen können anhand der ganzen Stats hier. Jetzt gehen wir rüber zu
zu den letzten 7 Spielern, die in meinen Augen so ein bisschen Wackelkandidaten sind. Da seid natürlich auch ihr gefragt. Am Ende wären es ja nur 23 Spieler. Und es geht los mit Dani da Costa, der Fanliebling der Eintracht Frankfurt. Hat auch bis jetzt eine tolle Saison gespielt. Er stand fast jedes Spiel 90 Minuten lang auf dem Platz. Und theoretisch könnte er für einen Philipp Max reinkommen. Das gleiche gilt für den Wolfsburger Namin zu Roussillon. Auf seiner Position als Linksverteidiger auch fantastisch gewesen. Eigentlich sehr schade, dass bis jetzt noch kein Wolfsburger am Start war. Ist aber wirklich schwer, bei dieser Vielzahl an guten Spielern in der Bundesliga da viele rauszupicken. Gnabry, unser guter Mann, hat nicht ganz so viele Scorerpunkte in der Bundesliga sammeln können. Trotzdem, in meinen Augen, vielleicht sogar der beste Spieler vom FC Bayern München in dieser Saison nach eben Lewandowski. Wird aber alles andere als einfach für ihn sein. Dann haben wir noch zum Beispiel einen Gladbacher namens Player. Ich meine, es waren 11 Tore, die er gemacht hat. Vor allem eben auf dem linken Flügel. Könnte definitiv auch reinkommen. Dann haben wir noch James Rodriguez, der teilweise auch in einem Spiel zum Beispiel mal 3 Tore gemacht hat. Insgesamt ist er auf seine Scorerpunkte gekommen. Ob der FC Bayern jetzt den Kolumbianer für, glaube ich, 42 Millionen verpflichten wird, ist jetzt eine andere Geschichte. Zu 100% konnte er mich nicht überzeugen, aber er war trotzdem gut. Und dann haben wir noch einen Mann von Kosovo und das ist Rashica. Wenn man sich nur die Hinrunde anschaut, hat das nicht verdient, finde ich. Beim Team of the Season schaut man sich die ganze Saison an. Bei der Rückrunde aktuell ist er on fire, Mann. Und jetzt ist die Frage, was macht EA? Wird nicht ganz so einfach für ihn sein. Ich würde mich über die Karte freuen, genauso wie über Ante Rebic, Mann. Bitte EA, schenke ihm eine Karte, ich habe aber ein bisschen ein ungutes Gefühl. Zumal sie ziemlich sicher Aller und Jovic eine Karte geben werden. Somit kann es sein, dass Rebic da rausfallen wird. Ist ein bisschen schade, aber so ist es halt. Es gibt trotzdem 1000 andere gute Spieler. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, Freunde, lasst unbedingt gerne ein Däumchen nach oben da. Bei 3000 wird am Dienstag ein brutales, ultimatives Team of the Season Prediction Video rausgehauen. Mit allen Top 5 Ligen. Wenn ihr drauf Bock habt, lasst es mich wissen. Ganz wichtig, schreibt in die Kommentare, wer es eurer Meinung nach irgendwo noch verdient hat. Würdet ihr irgendwelche Spieler mit den Wackelkandidaten austauschen? Und auf welchen Spieler freut ihr euch hier am meisten? Die Ratings sind wirklich ziemlich realistisch, so kann das Ganze aussehen. Falls ihr euch also denkt, Tabakko hat ein, zwei Whiskys getrunken, so ist das wirklich nicht. Es kann so in die Richtung gehen. Plus die SBCs, die kommen werden, plus natürlich die Spieler in den Packs. Dazu noch wahrscheinlich manche relativ günstig, weil zu diesem Zeitpunkt der Markt nicht mehr ganz so krass ist. Freue ich mich wirklich einfach enorm. Und langsam gehen wir die Adjektive aus, weil ich habe, glaube ich, in diesem Video schon 20, 30 benutzt. Und aus diesem Grund, Leute, werden wir das Ganze jetzt auch beenden. Danke fürs Zuschauen, danke für eure Aufmerksamkeit. Falls du neu bist, lass gerne ein Abo da. Wir sind auf dem Weg zu den 116.000. Ich kann mich erinnern, vor gut einem Jahr habe ich diese Predictions auch schon hochgeladen. Da hatten wir vielleicht 30.000, 40.000 Abonnenten. Und ich bedanke mich einfach vom ganzen Herzen, Leute. Wir sehen uns morgen zum nächsten Video. Haut rein, euer Tabak. Ciao.